und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Heute wieder aus Lissabon und wir stricken diesen wunderschönen zeitlosen Pullover zusammen. Ich befinde mich noch immer in Portugal und deswegen heißt mein neuestes Design Lisboas Wetter. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ihn ganz einfach nachstricken könnt. Wenn ihr den Pullover mit einem anderen Garn stricken wollt, gebe ich euch heute außerdem einen kleinen Einblick in die Welt der Berechnungen. Aber keine Angst, selbstverständlich gibt es auch wieder eine ausführliche schriftliche Anleitung, in der alle Größen für euch getestet wurden. Hinter so einer Anleitung stecken tatsächlich sehr viele Wochen Arbeit und deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen möchtet und die Anleitung kaufen wollt. Mit dem Rabattcode YouTube15 bekommt ihr als kleinen Anreiz auch wieder 15% Rabatt. Die Anleitung und alle Materialien, die ich heute in diesem Video verwende, habe ich euch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Thema Strickkleidung selbst designen interessiert, gebe ich euch am Ende des Videos noch einen kleinen Einblick in meinen Online-Kurs Designe deinen eigenen Pullover. Aber nun starten wir erstmal mit den Berechnungen. Falls ihr die Anleitung gekauft habt, könnt ihr diesen Part natürlich jetzt skippen und direkt mit dem Stricken beginnen. Das Wichtigste vor dem Stricken ist auf jeden Fall eine Maschenprobe. Egal, ob ihr die Anleitung gekauft habt oder selbst berechnen wollt, eine Maschenprobe ist ein Muss. Ich stricke diesen Pullover heute mit der Ecopuno Chunky und habe meine Maschenprobe mit einer 8 mm Nadel gestrickt. Achtung, gerade dicke Wolle gibt nach dem Waschen nochmal etwas nach, also die Maschenprobe unbedingt waschen und im Liegen trocknen lassen, bevor ihr dann alles ausmessen könnt. Meine Maschenprobe hat auf 10 x 10 cm 9 Maschen und 11 Reihen. Ich persönlich stricke ein bisschen lockerer, bedeutet, wenn ihr sehr eng stricken solltet, dann kann es sogar sein, dass ihr eine Nadelstärke 9 oder 10 benötigt. Wenn ihr mit einer anderen Wolle strickt, dann weicht eure Maschenprobe natürlich ab. Da schaut ihr dann einfach, was ihr habt und berechnet alles mit eurer Maschenprobe. Um zu schauen, welche Maße ihr gleich für die Berechnungen für euren Pullover braucht, könnt ihr einfach einen Pullover nehmen, der euch gut passt und diesen ausmessen. Ich habe hier zum Beispiel meinen Sweater Amalia verwendet. Oder ansonsten könnt ihr das natürlich auch einfach direkt an eurem Körper ausmessen. Wir wollen nun ausrechnen, wie viele Maschen wir pro Zentimeter haben. Also rechnen wir 9 Maschen geteilt durch 10 cm und das sind dann 0,9 Maschen pro Zentimeter. Mein Körper soll insgesamt 46 cm breit werden. Also ist einmal der Umfang, den ich haben will, geteilt durch 2, das sind dann 46 cm. Und jetzt rechne ich also 0,9 mal 46. Und das ergibt dann 41,2. Und das runde ich auf eine gerade Zahl auf, da wir für den Anschlag eine gerade Zahl brauchen, dass wir hier unser Bündchen machen können. Also mache ich den Anschlag 42 Maschen. Um die Reihen berechnen zu können, rechnen wir 11 Reihen geteilt durch 10 cm. Und das gibt dann 1,1, also 1,1 Maschen pro Zentimeter. Der Pullover soll ungefähr 59 cm hoch werden. Also rechne ich jetzt hier 1,1 mal 59 und das gibt gleich 64,9. Und das runde ich jetzt wieder auf und zwar mache ich daraus dann 66 Reihen. Mein Bündchen, das soll ungefähr 9 cm hoch werden und bei den Höhen rechnen wir immer mit den Reihen. Also heißt, hier rechne ich 1,1 mal 9 und das ist gleich 9,9 und das runde ich dann wieder auf 10 rein. Im Prinzip kann ich jetzt mit diesen Berechnungen, die ich hier gemacht habe, schon einen Pullover stricken und hier oben dann einfach zusammennähen und Platz für den Halsausschnitt lassen, also für den Kopf. Ich möchte aber einen Rundhalsausschnitt haben
Und deshalb mache ich noch ein paar mehr Berechnungen. Die Höhe meines Ausschnitts soll bei 52 cm beginnen. Also rechne ich jetzt hier wieder 1,1 mal 52 und das gibt dann 57,2 und das runde ich jetzt diesmal ab auf 56 Reihen. Also bedeutet, wir stricken jetzt erstmal insgesamt 56 Reihen, bis wir zu unserem Halsausschnitt kommen und da zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Wir starten jetzt mit dem Vorderteil. Dafür habe ich mir jetzt die 42 Maschen für den Anschlag ausgerechnet und da wir erstmal das Bündchen stricken, habe ich jetzt hier nochmal eine kleinere Nadel. Ich habe ja meine Maschenprobe mit den 8 mm Nadeln gemacht. Allerdings finde ich immer ganz schön, wenn die Bündchen so ein bisschen enger sind und deswegen gehe ich da tatsächlich zwei Größen runter, also auf 6 mm. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr natürlich auch einfach nur eine Nummer kleiner nehmen, also heißt mit 7 mm Nadeln. Ich persönlich finde es aber einfach sehr schön, wenn die Bündchen so ein bisschen enger sitzen. Kleiner Tipp, ich nehme die Nadeln für den Anschlag immer doppelt, damit der Anschlag dann auch schön locker ist. Gerade bei Klamotten ist das wichtig, dass es dann nicht zu eng ist. Und jetzt schlage ich mir meine 42 ausgerechneten Maschen einfach an. Also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und danach zeige ich euch dann, wie es mit dem Bündchen losgeht. Ich habe jetzt insgesamt die 42 Maschen angeschlagen und dann können wir uns dann hier eine Nadel einfach rausziehen. Ich stricke das Ganze übrigens mit einer Rundstricknadel, die ist 80 cm. Ihr könnt aber natürlich auch einen mit 60 cm oder einen mit 100 cm oder was ihr eben da habt, verwenden. Dann geht es jetzt auch schon los mit unserem Bündchen. Und da könnt ihr euch einfach überlegen, was für ein Bündchen ihr schön findet. Ich persönlich mag eine 1-1-Rippe sehr gerne. Und eine 1-1-Rippe bedeutet einfach nur, dass abwechselnd eine Masche rechts und dann eine Masche links gestrickt wird. Also immer abwechselnd bedeutet jetzt wieder eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und wir haben uns ja auch ausgerechnet, wie hoch unser Bündchen sein soll. Es soll insgesamt 10 Reihen sein. Also stricken wir das Ganze jetzt einfach 10 Reihen hoch. Achtet darauf, dass ihr dann immer auch bei den Rückreihen immer auf jede rechte Masche eine rechte Masche macht und auf jede linke Masche eine linke Masche, damit ihr dann eben ein schönes Bündchen habt. In der zweiten Reihe kann ich euch das jetzt auch schon ganz gut zeigen. Also im Prinzip immer, wo hier wie so ein V-Glied unter der Masche auf der Nadel liegt, das ist eine rechte Masche und immer, wo hier wie so ein Knubbel direkt unter der Nadel liegt, das ist eine linke Masche. Also hier liegt jetzt dieses V-Glied, bedeutet, da mache ich einfach eine rechte Masche wieder und hier, ich hoffe, man erkennt es, liegt jetzt wie so ein Knubbel davor und das ist eine linke Masche. Und hier kommt wieder das V-Glied, also wieder abwechselnd rechts und links. Und das Ganze stricke ich jetzt hoch, bis ich insgesamt meine 10 Reihen gestrickt habe. Und übrigens nochmal die kleine Erinnerung, falls es euch irgendwie wirklich zu kompliziert sein sollte, das alles selbst zu berechnen oder vielleicht seid ihr euch nicht sicher, dann kann ich euch nochmal meine schriftliche Anleitung ans Herz legen. Also da habe ich alles für euch vorberechnet und jede einzelne Größe wurde auch nochmal testgestrickt. Bedeutet, da habt ihr dann sozusagen keine Arbeit mehr und könnt das ganz einfach nachstricken. Das Bündchen ist auch schon fertig. Ich liebe große Nadeln und dicke Wolle, weil man einfach so schnell einen Fortschritt hat. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Körper und dafür tausche ich jetzt einmal meine Nadeln aus. Also jetzt wird mit 8 mm Nadeln weiter gestrickt und ich habe hier einfach so ein Nadelsystem, wo ich das ganz einfach austauschen kann. Beide Nadeln sind ausgetauscht und jetzt stricken wir in glatt rechts und da wir ja in Hin- und Rückreihen stricken, bedeutet das, dass ich jetzt hier die erste Reihe nur aus rechten Maschen stricke, also alle Maschen, die kommen, einfach rechts abstricken. Das mit den rechten Maschen ist dann also sozusagen später meine Vorderseite und auf der Rückseite, da stricke ich alle Maschen immer rechts. Also im Prinzip immer so, wie sie erscheinen. Ihr seht schon, so sehen die linken Maschen aus. Da sind jetzt überall diese Knüppelchen sozusagen drunter.
Und hier stricke ich dann einfach alle Maschen links ab. Also bedeutet, wir stricken immer alle auf der Vorderseite rechts und alle auf der Rückseite links. Und somit haben wir dann ein glatt rechtes Muster. Also so wird das dann genannt. Jetzt bin ich wieder auf der Vorderseite, also wieder alle Maschen rechts. Also heißt, wir können jetzt ganz, ganz entspannt einfach hier nach oben stricken. Und zwar, bis wir zu unserem Halsausschnitt kommen. Und bei mir, also bei der Größe XS, stricke ich jetzt insgesamt 56 Reihen. Und zu diesen 56 Reihen wird auch das Bündchen gleich mitgezählt. Also heißt, insgesamt 56 Reihen müsst ihr stricken, wenn ihr Größe XS strickt. Ansonsten natürlich, was ihr ausgerechnet habt. Und danach zeige ich euch dann, wie wir den Halsausschnitt formen. Ich habe jetzt die 56 Reihen fertig gestrickt. Denkt daran, dass der Anschlag nicht mitgezählt wird, aber das Bündchen, also eigentlich von hier unten dann zählen bis hier oben. Und wundert euch bitte nicht, wenn euch das jetzt noch ein bisschen klein vorkommt. Also gerade bei dieser Wolle, deswegen habe ich auch gesagt, macht unbedingt eine Maschenprobe. Das wird auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen länger und auch noch ein bisschen breiter. Also da erstmal nicht wundern, wenn das erstmal ein bisschen klein wirkt. Übrigens noch ein kleiner Tipp, wenn ihr mal das Garn wechseln müsst, weil das Knäuel leer ist, das hatte ich jetzt zum Beispiel hier, dann macht das am besten immer hier einfach am Rand direkt, also nicht irgendwo zwischendrin. Dann könnt ihr das nachher nämlich schön vernähen, also lasst die Fäden noch lang genug, dass ihr die dann vernähen könnt. Weiter geht's mit den Berechnungen für unseren Halsausschnitt. Bei mir soll der kleine gerade Part hier in der Mitte 13 cm breit sein. Also rechne ich jetzt wieder 0,9 mal 13 und das macht gleich 11,7 und das runde ich jetzt hier wieder auf 12 Maschen. Die Schulterteile, die einzelnen hier, die werden danach einzeln weiter gestrickt. Insgesamt hatten wir ja die 42 Maschen angeschlagen und dann legen wir hier diese 12 Maschen in der Mitte am Halsausschnitt still und 42 minus 12 sind gleich 30 Maschen und das teile ich durch 2 und das bedeutet, es sind dann auf jeder Schulterseite noch 15 Maschen übrig. Also heißt, diese 13 hier sind 12 Maschen und dann haben wir hier und hier jeweils noch 15 Maschen übrig. Da mein Halsausschnitt aber rund werden soll und nicht eckig, mache ich noch ein paar Abnahmen. Ich möchte insgesamt auf jeder Seite 3 Abnahmen machen. Und dafür nehme ich jetzt erstmal in der ersten Reihe, wo ich die Abnahmen mache, 2 Maschen ab. Und dann in der nächsten Reihe, wo ich die Abnahmen mache, nehme ich nur noch eine Masche ab. Dadurch haben wir dann so eine schöne Rundung. Und wie genau man diese Abnahmen macht oder verteilt, das erkläre ich auch nochmal ganz genau in meinem Online-Kurs. Da gibt es nochmal ein extra Modul, wo ich das ganz ausführlich erkläre. Da man die Abnahmen ja nur in jeder zweiten Reihe macht, haben wir diese Abnahmen jetzt also über 4 Reihen, weil wir machen ja in 2 Reihen Abnahmen, heißt, die Abnahmen gehen über 4 Reihen. Nach den Abnahmen, also 15 minus 3, haben wir jetzt also auf jeder Seite noch 12 Maschen übrig. Wir rechnen jetzt also diese 66 Reihen, die wir insgesamt für unseren Pullover haben wollen. Das haben wir hier ausgerechnet, also das ist hier, wie hoch der Pullover insgesamt werden soll. Und dann ziehen wir hier diese 57 Reihen ab, die wir ja bis zum Halsausschnitt schon gestrickt haben. Und dann kommen noch 4 Abnahmereihen, das sind die hier. Bedeutet, dann bleiben noch 5 Reihen übrig. Und diese 5 Reihen, die stricken wir dann hier einfach noch gerade nach oben. Auf der Rückseite macht man den Ausschnitt hier etwas höher. Heißt, wir stricken den Körper etwas höher und machen weniger Abnahmen. Ich möchte auf jeder Seite nur noch eine Abnahme machen. Also müssen wir dadurch natürlich ein paar Maschen in der Mitte mehr stilllegen, da wir am Ende ja wieder die gleiche Anzahl an den Schultern haben wollen.
Also bedeutet, wir wollen am Ende wieder 12 Maschen übrig haben, damit wir das dann hier bündig zusammennähen können. Und da wir nur noch eine Masche jetzt abnehmen möchten, haben wir am Anfang auf jeder Schulterseite 13 Maschen übrig. Also bedeutet, insgesamt haben wir diese 42 Maschen minus die 13 von jeder Seite, also mal 2. Und das gibt dann 16 Maschen, also heißt, auf der Rückseite müssen wir 16 Maschen für die Mitte stilllegen. Die letzte Reihe war jetzt also hier die 56. und das war hier die mit den linken Maschen. Also so sieht es übrigens auf der Rückseite aus. Bedeutet, wir sind jetzt dann in der 57. Reihe und das ist dann hier wieder diese Vorderseite, wo wir das glatt rechte Muster haben. Und jetzt formen wir den Halsausschnitt. Wir hatten uns ja berechnet, wie viele Maschen wir in der Mitte stilllegen müssen. In meinem Fall waren das jetzt 12 Stück und deshalb stricke ich jetzt erstmal bis dahin. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Schulterpartie und das ist eine Schulterpartie und hier legen wir ein paar Maschen still, weil hier dann später der Kragen dran kommt. Also diese Schulterpartien, die werden jetzt einzeln weiter gestrickt und jede Schulterpartie, das haben wir auch ausgerechnet, ist jetzt in meinem Fall 15 Maschen. Bedeutet, ich stricke jetzt hier diese 15 Maschen rechts ab. Allerdings werde ich gleichzeitig auch noch meine Abnahmen einbauen. Ich werde jetzt hier in der ersten Reihe 2 Maschen abnehmen. Bedeutet, ich stricke jetzt alle Maschen von den 15 Maschen, die ich ausgerechnet habe, rechts bis auf die letzten 4. Da mache ich dann meine Abnahmen und das zeige ich euch jetzt mal. Also heißt, 15 minus 4 sind 11 Maschen. Also stricken wir jetzt erstmal 11 Maschen rechts ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und jetzt möchte ich 2 Maschen abnehmen und die möchte ich gerne nach rechts geneigt haben, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Und deswegen stricke ich jetzt einfach hier die nächsten 3 Maschen, die hier kommen, zusammen ab. Ganz normal wie zum Rechtsstricken, nur dass ich jetzt durch alle 3 Maschen auf einmal mit der Nadel durchfahre und dann den Faden hole und das ganz normal abstricke. Bedeutet, wir haben jetzt hier, zeig's euch, eine nach rechts geneigte Abnahme. Also heißt, wir haben jetzt 2 Maschen abgenommen und dann stricke ich noch die letzte Masche rechts ab. Also bedeutet, wir hatten jetzt hier erst 15, da wir aber 2 abgenommen haben, sind jetzt insgesamt noch 13 Maschen übrig. Und jetzt können wir den Mittelteil stilllegen und ich nehme dafür einfach hier so ein Seil. Wenn ihr kein Seil zur Hand habt, dann könnt ihr auch einfach einen Faden nehmen. Wichtig ist nur, dass er sich stilllegt. Und da fahre ich jetzt durch die nächsten 12 Maschen einfach hier durch, also immer von rechts nach links durch die Masche einfach überheben und insgesamt dann 12 Stück oder was ihr eben ausgerechnet habt oder falls ihr die Anleitung habt und eine andere Größe strickt, dann eben so viele, wie in der Anleitung beschrieben sind. Also jetzt sind hier diese 12 Maschen eben auf diesem extra Seil und damit da nichts runterrutschen kann, mache ich hier auch einfach noch einen Stopper drauf. Und dann liegen hier auf der anderen Seite noch 15 Maschen. Und da wir jetzt die Schulterpartien einzeln stricken, lassen wir das hier einfach auf dem Seil liegen und kümmern uns jetzt erstmal nur hier um diese rechte Seite. Da haben wir jetzt gerade ja unsere erste Abnahme gemacht. Und dann drehen wir uns die Arbeit einfach um und ziehen uns die Nadel hier raus, also die hier auf der anderen Schulterseite noch ist. Und dann können wir jetzt hier diese Maschen einfach wieder normal abstricken, heißt, wir machen jetzt eine Rückreihe mit linken Maschen, also alle 13 Maschen, die jetzt da gerade noch drauf liegen, stricken wir einfach ganz normal links ab. Dann können wir es uns wieder umdrehen und jetzt folgt wieder die nächste Abnahme. Dieses Mal nehmen wir aber nur eine Masche ab und ich mache die Abnahme, wie ihr gerade schon gesehen habt, immer eine Masche davor, also heißt hier die letzte Masche stricke ich immer noch mal ganz normal rechts und davor kommt eben diese Abnahme. Also stricken wir jetzt alle Maschen bis auf die letzten 3 rechts ab. Dafür nehmen wir uns einfach hier wieder diese Nadel. Wenn euch das hier zu kompliziert übrigens ist, dass das hier noch drauf ist, dann könnt ihr das natürlich auch stilllegen. Ich finde es aber immer ganz praktisch, wenn man das einfach noch drauf lässt, dann geht es gleich ein bisschen einfacher, wenn wir hier dann wieder
ansetzen. Also jetzt stricken wir alle Maschen bis auf die letzten drei rechts ab, weil wir hier wieder unsere Abnahme machen. Also 10 Maschen einfach rechts abgestrickt und dann machen wir jetzt eine Abnahme. Also bedeutet, wir wollen eine Masche abnehmen und dafür stricken wir jetzt einfach diese 2 Maschen hier rechts zusammen ab. Und jetzt seht ihr schon diese Abnahme, die wir hier hatten und hier, das neigt sich dann hier so schön nach rechts rüber. Das sieht dann also auch noch sehr hübsch aus und die letzte stricken wir wieder ganz normal rechts ab. Dann drehen wir uns die Arbeit wieder einfach um und stricken eine Rückreihe. Also wir haben jetzt wieder eine Masche abgenommen, bedeutet, jetzt haben wir noch 12 Maschen übrig. Und hier stricken wir wieder ganz normal alle Maschen links ab. Und das war es tatsächlich auch schon mit unseren Abnahmen. Also wir haben jetzt hier so eine kleine Rundung mit unseren Abnahmen geformt. Und jetzt stricken wir einfach noch über 5 Reihen ganz normal in glatt rechts hoch, bedeutet auf der Vorderseite wieder rechte Maschen und auf der Hinterseite wieder linke Maschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die 5 Reihen gestrickt haben. Ich habe die 5 Reihen jetzt hochgestrickt und ich bin jetzt dann wieder hier danach auf der Rückseite. Das ist aber egal, ob ihr auf der Vorder- oder auf der Rückseite seid. Das kommt natürlich ganz darauf an, was ihr berechnet habt, wie viele Reihen ihr noch ohne Zunahmen hochstrickt. Und je nachdem, also ich bin jetzt hier auf der Seite mit den linken Maschen, je nachdem kittet ihr dann ab. Also heißt, da ich jetzt linke Maschen habe, stricke ich hier beim Abketten auch einfach ganz normal linke Maschen. Falls ihr auf der anderen Seite seid, strickt ihr einfach rechte Maschen. Also das ist wirklich egal. Wichtig ist nur, dass ihr eben im Muster bleibt, also wie die Maschen erscheinen. Und wie man abkettet, zeige ich euch auch noch kurz. Also ich habe jetzt eine Masche ganz normal links abgestrickt und ziehe mir das so ein bisschen weiter, also dass das wirklich so ein bisschen locker hier auf meiner Nadel liegt. Und dann stricke ich die nächste ebenfalls wieder links ab und auch die ziehe ich mir schön locker, damit das hier schön weit auf der Nadel liegt. Und dann fahre ich hier mit meiner Nadel von links nach rechts durch die erste Masche hier auf der Nadel und ziehe sie einfach über die gerade eben gestrickte drüber. Und somit habe ich jetzt die erste Masche abgekettet und in dem Schema geht es auch einfach weiter. Bedeutet, ich stricke die nächste Masche wieder ganz normal links ab. Wenn ihr auf der anderen Seite seid, dann natürlich rechts. Und ziehe mir die auch wieder schön locker, damit die Abkettkante sich nicht zusammenzieht. Und dann komme ich durch die nächste Masche hier, also durch die erste auf der Nadel und ziehe sie über die eben gestrickte. Und das wiederhole ich jetzt einfach, also wieder eine Masche stricken und die erste drüber heben, bis ich alle Maschen abgekettet habe. Wenn ich dann alle Maschen abgekettet habe, dann schneide ich mir diesen Faden noch relativ lang ab. Den kann ich dann nämlich später auch direkt dafür verwenden, um die beiden Schulterteile, also das ist ja jetzt das Schulterteil von unserem Vorderteil und wir machen ja dasselbe nochmal auf der Rückseite, dass ich das dann direkt zusammennähen kann. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, damit sich diese letzte Masche hier nicht zu groß zieht, steche ich hier immer nochmal eine Reihe tiefer ein, mache hier einfach nochmal eine Masche und ziehe die dann hier drüber, also heißt Kette sozusagen nochmal eine extra ab. Und wenn ich das dann hier rausziehe, den Faden, dann haben wir hier kein Loch und haben hier wirklich eine schöne, saubere Abkettkante. Jetzt müssen wir natürlich hier auf der anderen Seite ebenfalls noch diese Schulterpartie formen. Und das geht ganz einfach. Im Prinzip ist es einfach nur spiegelverkehrt. Und ich habe jetzt hier ja noch die Nadel drin, was ganz praktisch ist. Da kann ich jetzt einfach weiter stricken und dafür nehme ich mir jetzt einfach den Faden, den ich gerade abgeschnitten habe und setze den neu an. Und dieses Mal ist es aber so, also gerade haben wir immer hier am Ende dann diese Abnahmen gemacht. Hier machen wir sie natürlich am Anfang, also heißt, wir stricken eine Masche rechts und dann machen wir die Abnahmen. Aber damit wir das wieder so schön formen können, dass die Maschen diesmal nach links gehen und nicht nach rechts, zeige ich euch, wie das funktioniert. Also heißt, ich stricke jetzt erstmal die Randmasche hier rechts ab. Und dann hebe ich mir eine Masche einfach nur über, heißt, ich hebe die wie zum Rechtsstricken ab. Also einfach hier durchkommen und auf diese Nadel nach rechts heben. Dann stricke ich die nächsten 2 Maschen ganz normal rechts zusammen ab. Und da wir jetzt nur eine Masche abgenommen haben, wir aber ja 2 abnehmen wollen in der ersten Abnahmereihe und wollen, dass sie darüber gehen, heben wir uns jetzt diese Masche, die wir einfach nur übergehoben haben, über die beiden zusammengestrickten. Und ich hoffe, ihr erkennt es. Jetzt neigt sich die Masche nämlich schön hier nach links und wir haben 2 Maschen abgenommen.
Dann können wir bis zum Ende der Reihe einfach wieder recht stricken. Und auch hier in dieser Reihe haben wir jetzt, wie wir bei der anderen in der ersten Reihe hatten, noch 13 Maschen übrig, weil wir zwei abgenommen haben. Und dann drehen wir uns das Strickstück einfach wieder um. Und auf der Rückseite stricken wir wieder alle Maschen, wie sie erscheinen. Bedeutet einfach nur links abstricken. Bei der Masche, weil wir da den Faden aufgenommen haben, könnt ihr einfach ein bisschen enger ziehen. Und das wird dann später vernäht. Also das ist dann später fest. Wenn sich das jetzt noch lockert, ist das kein Problem. Dann drehen wir unsere Arbeit wieder um. Und jetzt wollen wir ja noch eine Masche abnehmen. Bedeutet, wir machen im Prinzip wieder das gleiche wie gerade, nur dass wir diesmal nur eine abnehmen. Heißt, ich stricke jetzt eine rechte Randmasche. Und dann hebe ich mir eine Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricke die nächste Masche rechts und dann hebe ich mir die eben abgehobene Masche einfach hier über diese Masche drüber und somit habe ich jetzt wieder eine schöne nach links geneigte abgenommene Masche. Und dann stricken wir hier noch die Reihe wieder zu Ende, also einfach rechte Maschen. Wir haben jetzt also wieder eine Masche abgenommen und noch 12 Maschen auf der Nadel und dann folgt eine Rückreihe. Also eine Rückreihe macht man immer, nachdem man hier was abgenommen hat. Hier wie immer alle Maschen links stricken. Und dann sind wir auch schon wieder auf der Vorderseite und jetzt folgt dasselbe wie auf der anderen Seite auch. Also wie gesagt, wir machen im Prinzip das gleiche, einfach nur spiegelverkehrt. Und zwar stricken wir jetzt noch 5 Reihen nach oben und anschließend ketten wir das Ganze ab. Also heißt, wieder genau so wie auf der Seite, auf der Vorderseite rechte Maschen stricken und auf der Rückseite linke Maschen und das Ganze über 5 Reihen und danach ketten wir das Ganze wieder ab und somit ist unser Vorderteil dann erstmal fertig, bis wir dann hier den Kragen aufnehmen, aber dazu kommen wir später. Und jetzt gehen wir an den Rücken und der Rücken funktioniert im Prinzip genauso wie das Vorderteil, nur dass wir den hier oben natürlich nicht ganz so tief haben wollen, den Ausschnitt. Also bedeutet, hier kommt ja später noch die Blende ran. Und beim Rücken wollen wir das nicht so tief, da machen wir nur eine Abnahme. Wie das ausrechnet, habe ich euch gerade gezeigt. Und deswegen stricken wir jetzt einfach hier das genauso. Also bedeutet, wir starten mit dem Bündchen, stricken nach oben. Aber diesmal stricken wir das ein bisschen höher. Und zwar sollte der Körper dann 60 Reihen hoch sein. Gesagt, getan. Mein Rücken ist jetzt 60 Reihen hoch und jetzt machen wir im Prinzip dasselbe wie bei der Vorderseite, nur dass wir jetzt hier eben ein paar andere Maschenanzahlen haben. Bedeutet, wir stricken jetzt erstmal hier 13 Maschen rechts. Bedeutet, das rechte Schulterteil ist jetzt 13 Maschen breit. Und auch hier wollen wir natürlich wieder unsere Abnahme direkt einarbeiten. In diesem Fall ist das jetzt nur eine Abnahme. Heißt, wir stricken jetzt 10 Maschen rechts, machen die Abnahme und dann wieder eine Randmasche. Und dann können wir das Mittelteil stilllegen. Also 10 Maschen rechts. Dann stricken wir 2 Maschen ganz normal rechts zusammen ab. Somit haben wir jetzt unsere Abnahme nach rechts geneigt gearbeitet. Und dann machen wir nochmal eine rechte Randmasche. Jetzt habe ich mir wieder ein kleines Seil geschnappt und damit lege ich jetzt die mittleren 16 Maschen wieder still. Dann drehe ich mir jetzt meine Arbeit um und stricke noch eine Rückreihe hier. Also alle Maschen einfach wieder links stricken. Da wir eine abgenommen haben, sind das jetzt insgesamt noch 12 Stück. Und dann stricke ich jetzt noch, um Höhe aufzubauen, 3 Reihen ohne Abnahmen einfach nach oben. Also heißt eine Reihe mit rechte Maschen, eine mit linke und eine wieder mit rechten. Und so sieht das dann jetzt aus. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen sehr viel kleineren Ausschnitt dann am Rücken später, als wir es vorne haben. Und jetzt können wir hier diese ganzen 12 Maschen einfach wieder locker abketten. Ich bin hier wieder auf der linken Seite und deswegen mache ich das mit linken Maschen. Heißt, ich stricke einfach eine linke Masche, ziehe die relativ weit, damit es schön locker wird, stricke noch eine linke und hebe dann diese Masche über. Und so mache ich das dann wieder
bis ich alle Maschen abgekettet habe. Das habe ich euch ja vorher schon gezeigt. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal dasselbe spiegelverkehrt auf der linken Seite machen. Bedeutet, ich setze jetzt hier meinen neuen Faden wieder an und dann stricke ich erst eine rechte Masche. Und jetzt arbeiten wir die nächste Abnahme wieder nach links geneigt. Bedeutet, ich hebe mir jetzt die nächste Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricke die nächste Masche rechts und dann hebe ich die abgehobene Masche einfach über die eben gestrickte drüber. Und somit haben wir jetzt hier wieder unsere nach links geneigte Abnahme. Und die restlichen 10 Maschen stricken wir dann ebenfalls wieder einfach rechts ab. Dann stricken wir wie nach jeder Abnahme erstmal noch eine Rückreihe. Und nachdem ich diese Rückreihe jetzt hier gestrickt habe, folgen dann wieder 3 Reihen einfach im Muster. Heißt nochmal eine Reihe rechts, eine links und eine rechts. Und dann könnt ihr wieder abketten und somit ist unser Rücken dann auch wieder fertig. Anschließend könnt ihr euch dann beide Teile nehmen, also das Vorder- und das Rückenteil, und in ein Wasserbad geben. Wichtig danach, die Teile unbedingt im Liegen trocknen lassen. Ihr könnt die auch noch leicht spannen, allerdings nicht zu breit ziehen, sondern einfach wirklich nur ganz leicht spannen. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann zeige ich euch, wie wir die Teile verbinden und unseren Kragen danach anstricken. Vielleicht noch wichtig, also diese Seile, die könnt ihr einfach drin lassen. Achtet nur darauf, dass das wirklich fest ist, also dass dann da beim Wasserbad nichts rausgeht. Also im Prinzip einfach nur mit etwas Vorsicht waschen. Wenn eure Teile dann getrocknet sind, dann seht ihr auch schon, dass alles so ein bisschen größer geworden ist. Und dann legen wir uns die beiden Teile so aufeinander, dass das glatt linke Muster hier innen liegt und das glatt rechte Muster, also das schöne Muster, außen. Und dann legen wir uns die beiden Schulterpartien aufeinander. Die werden jetzt nämlich miteinander verbunden und zwar mit einer Wollnadel. Und ich habe das hier auf dieser Seite schon mal gemacht, damit ihr schon mal seht, wie das aussieht. Ich verbinde das Ganze mit dem Maschenstich. Damit werden sozusagen einfach rechte Maschen gefaked und das fällt dann später wirklich überhaupt nicht mehr auf. Das könnt ihr dann einfach hier direkt mit diesen Faden, die ihr ja extra länger gelassen habt, zusammennähen. Wie genau der Maschenstich funktioniert, das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke und auch nochmal in der Infobox, weil sonst wird das Video hier ein bisschen lang dauern. Also das jetzt einfach hier mit dem Maschenstich verbinden auf beiden Seiten. Nachdem wir jetzt die Schulterteile hier auf beiden Seiten verbunden haben, können wir anfangen, Maschen für den Kragen aufzunehmen. Und ich nehme jetzt dafür wieder diese 6 mm Nadeln, da das ja wie ein Bündchen ist und das möchte ich natürlich auch wieder etwas enger haben und vor allem ist das auch hier nicht schlecht, da der Kragen dann auch nicht so ausleiern kann. Ich habe mir jetzt hier bei den stillgelegten Maschen auch einfach nochmal eine dünnere Nadel draufgeschraubt. Das ist wirklich immer sehr praktisch mit diesem austauschbaren Nadelsystem, also kann ich euch nur empfehlen, ich liebe das. Verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox und jetzt können wir nämlich diese Maschen hier erstmal ganz normal abstricken. Wo ihr anfangt, ist relativ egal. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Und wir machen jetzt erstmal noch eine Vorbereitungsrunde, in der wir alle Maschen recht stricken, da wir ja jetzt auch noch Maschen aufnehmen werden. Also heißt erstmal hier alle Maschen von den stillgelegten Seil abstricken in rechts. Dann können wir das hier einfach weglegen. Und jetzt geht's los mit dem Maschen aufnehmen. Dazu habe ich auch schon mal ein sehr ausführliches Video gemacht, wie das funktioniert. Das verlinke ich euch auch wie immer nochmal hier oben und nochmal in der Infobox. Im Prinzip sticht man immer einfach hier unter der letzten Masche ein und holt sich den Faden. Also es geht wirklich ganz einfach, verlinke ich euch aber trotzdem auch nochmal. Am besten schaut ihr auch immer, dass ihr keine so großen Lücken hier nehmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Masche aufnehme, dann haben wir hier nämlich so ein Loch. Deswegen überspringe ich das Teil hier tatsächlich einfach und mache dann hier wieder eine Masche. Sonst hätten wir am Ende auch wirklich viel zu viele, wenn wir das in jedes machen. Also macht das so ein bisschen nach Gefühl. Schaut einfach, wie das dann gut ausschaut und natürlich auch nicht zu eng wird. Wichtig ist am Ende nur, dass wir dann insgesamt eine gerade Maschenanzahl angeschlagen haben, weil wir jetzt dann gleich fortfahren mit dem Rechts-Links-Bündchen. Aber erstmal nehmen wir jetzt noch, bis wir hier wieder angekommen sind, aus der Seite die Maschen auf. Dann stricken wir diese Maschen hier von dem Seil ganz normal ab und dann nehmen wir hier nochmal Maschen auf. Also achtet darauf, dass es ungefähr gleich viele sind, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. Muss aber nicht 1:1 sein. Wichtig ist wirklich nur, dass es eine gerade Zahl ist, also eine Zahl, die durch 2 teilbar am Ende ist.
Also ich habe jetzt insgesamt 52 Maschen hier gestrickt. Also heißt, ich habe hier die ganz normalen von den stillgelegten Maschen und dann habe ich auf den Seitenteilen jeweils 12 Maschen aufgenommen. Und dann setzen wir uns einen Maschenmarkierer ein, um den Anfang der Runde zu markieren. Jetzt wird nämlich das Muster gestrickt und zwar machen wir das wieder wie am Bündchen, nämlich in einer 1-1 Rippe. Also eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und das könnt ihr dann einfach so hoch stricken, wie es euch gut gefällt. Ihr könnt das zwischendurch natürlich auch immer wieder anprobieren und schauen, was gut aussieht. Und ansonsten findet ihr natürlich in der schriftlichen Anleitung für jede Größe nochmal, wie hoch es in meinen Beispielen gestrickt wurde. Kleiner Tipp, ich bin dann doch nochmal auf ein 60 cm langes Seil umgestiegen. Das ging ein bisschen besser. Und so sieht jetzt der fertige Kragen aus. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich finde es auch toll, dass man hier diese betonten Abnahmen, die wir vorher gemacht haben, so toll erkennt. Und wenn ihr die gewünschte Höhe von dem Kragen erreicht habt, dann könnt ihr es einfach abketten. Oder ihr macht es so wie ich. Ich habe das italienisch abgekettet und das Coole am italienischen Abketten ist, dass es so aussieht, als wäre es einfach umgeschlagen. Also als würde es da keine wirkliche Abkettkante geben. Und dazu habe ich euch auch hier nochmal ein Video verlinkt. Es tut mir total leid, dass ich euch heute nur so viele Videos verlinke. Aber sonst würde das Video wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden dauern und das würde keiner ansehen. Und jetzt können wir auch schon mit dem Ende beginnen und zwar geht's dem Pullover jetzt an die Ärmel. Beim Ärmel berechnen wir erstmal, wie breit dieser sein muss. Ich habe jetzt hier 38 cm gerechnet und wir werden diesen direkt in Runden stricken. Der Umfang soll also 38 cm hier haben und deswegen rechnen wir jetzt wieder 0,9 mal 38 und das ist gleich 34,2. Und deswegen runde ich hier auf 34 Maschen für meinen Ärmelanschlag. Ihr könnt den Ärmel dann entweder ganz normal gerade runterstricken, in der Länge, wie ihr mit dem mal 1,1 ausrechnet, oder ihr macht wie ich noch Abnahmen rein. Damit haben wir dann so eine leichte Ballonform. Ich rechne jetzt also erstmal die Länge bis zu meinem Bündchen. Und ich möchte gerne, dass die bis dahin 49 cm lang ist. Also rechne ich 1,1 mal 49 und das gibt gleich 53,9. Und das runde ich auf 54 Runden auf. Mein Bündchen danach soll aber sehr viel kleiner sein. Das könnt ihr aber sehr großzügig messen, da wir ja 2 Nummern kleiner bei der Nadelstärke runtergehen und es dadurch sowieso noch mal viel enger wird. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr natürlich noch eine Maschenprobe mit der 2 Nadelstärke kleineren Nadel machen. Ich möchte jetzt, dass mein Bündchen einen Umfang von 21 cm hat. Also rechne ich 0,9 mal 21 und das gibt 19,2. Und das runde ich wieder auf 20 Maschen auf. Wichtig hier ist es, dass es eine gerade Maschenanzahl ist, weil ihr ja in einer 1-1 Rippe stricken wollt. Wir rechnen jetzt also die 34 Maschen von unserem Ärmelanschlag minus die 20 Maschen von unserem Bündchen. Und das sind dann insgesamt 14 Maschen. Und das bedeutet, wir müssen 14 Maschen abnehmen. Ich möchte meine Abnahmen hier auf insgesamt 3 Runden verteilen. Und da wir die Abnahmen ja nur in jeder 2. Runde machen, stricken wir unsere Abnahmen also insgesamt über 6 Runden. Heißt, ich rechne jetzt die 54 Reihen minus die 6 Reihen und das sind gleich 48 Reihen, beziehungsweise Runden sind es in diesem Fall, weil wir in Runden stricken. Also stricke ich den Teil bis zu meinen Abnahmen über 48 Runden einfach glatt rechts
Und dann folgen hier noch meine 6 Abnahmerunden. Und anschließend könnt ihr natürlich noch ausrechnen, wie lange ihr das Bündchen haben wollt. Und das rechnet man wieder mit dem mal 1,1. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich schon mal einen Ärmel, den ersten Ärmel, hier dran gestrickt. Und hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Also entweder ihr strickt das dann hier direkt an den Körper dran. Das habe ich jetzt so gemacht. Finde ich ein bisschen leichter. Dann muss man danach dann nichts mehr festnähen. Aber wenn euch das zu kompliziert ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach den Ärmel extra anschlagen und dann anschließend am Schluss festnähen. Da ich den Ärmel, wie gesagt, gleich hier ran stricken möchte, beginne ich jetzt damit, dass ich hier erstmal so einen kleinen Teil noch zunähe. Dann ist das nämlich gleich ein bisschen einfacher, weil dann die Maschen mehr aufeinander liegen, weil sonst verrutscht das hier noch so sehr. Und deshalb mache ich das Ganze jetzt hier mit dem Matratzenstich zusammen. Dafür komme ich mal kurz ein bisschen näher. Der Matratzenstich ist wirklich super cool, weil man danach nicht mehr erkennt, dass das Ganze zusammengenäht wurde. Also es sieht dann wirklich so aus, als wäre es einfach so gestrickt worden. Und dafür macht man das einfach so, man zieht sich hier die letzte Masche so ein bisschen zur Seite und dann seht ihr hier nämlich diese Querfäden. Und dann stechen wir nämlich einmal hier einfach durch den rechten Querfaden. Und anschließend machen wir dasselbe auf der anderen Seite und stechen dann durch den linken Querfaden. Und das wiederholen wir einfach die ganze Zeit. Heißt, dann kommt der nächste Querfaden auf der rechten Seite und der nächste Querfaden auf der linken Seite. Und jetzt seht ihr schon, das ist hier wie so ein Zickzack. Also immer nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und wenn ich das dann hier einfach festziehe, dann schließt sich das und ihr seht dann wirklich nicht mehr, wo unsere Naht sich befindet. Also das ist sehr cool. Dazu verlinke ich euch hier oben auch nochmal ein ausführlicheres Video. Und das mache ich jetzt einfach, bis ich hier noch ein bisschen was geschlossen habe. Den Faden mit der Nadel können wir dann einfach mal erstmal hier liegen lassen. Und jetzt können wir uns hier nämlich unsere Maschen aufnehmen. Und wie gesagt, falls ihr absolute Anfänger seid, empfehle ich euch, die Maschen einfach extra anzuschlagen und den Ärmel später ranzunähen. Ich mache das jetzt hier direkt daraus, da geht es für mich persönlich so ein bisschen schneller. Und wie ihr Maschen aufnehmt, das habt ihr jetzt hier am Kragen schon gelernt und da hatte ich euch ja auch das Video verlinkt, schaut da gerne nochmal rein. Hier ist es allerdings wichtig, damit der Ärmel dann nicht zu eng wird, dass ihr nicht durch jede Reihe stecht. Also ich habe jetzt hier eine Masche aufgenommen und dann müsste ich im Prinzip ja hier einstechen, aber ich steche dann erst in die zweite wieder ein. Also heißt nach jeder zweiten Reihe nehmen wir eine Masche zu, weil sonst wird der Ärmel nur so kurz und dann würden wir nicht mehr reinpassen. Also in jeder zweiten Reihe aufnehmen und ich habe mir jetzt hier ausgerechnet, dass ich für den Ärmelanschlag insgesamt 34 Maschen brauche. Bedeutet, das teile ich durch 2, weil ich die eine Seite hier anschlage und die andere dann auf der Rückseite, damit ich dann zur Runde schließen kann. Also bedeutet 34 durch 2 sind 17 Maschen, die ich jetzt hier auf jeder Seite aufnehmen werde. So, bedeutet, ich drehe mir das jetzt hier einfach, habe mir das einfach umgedreht und stricke jetzt hier sozusagen von unten nach oben weiter, beziehungsweise nehme mir dann von dort die weiteren Maschen auf. Schaut, dass das schön aufeinander liegt. Also ich muss dann jetzt hier starten mit dem Maschen aufnehmen. Jetzt habe ich also insgesamt 34 Maschen aufgenommen, einmal 17 von der Rückseite und 17 von der Vorderseite oder umgekehrt, das ist relativ egal. Dann macht ihr euch am besten einen Maschenmarkierer rein, damit ihr wisst, wo die Runde startet. Und ab jetzt geht es wieder ganz einfach. Wir können einfach nur rechts runter stricken, also heißt, hier kommen noch keine Abnahmen, sondern jetzt wird der Ärmel einfach nur glatt rechts gestrickt, bis wir zu unseren Abnahmen kommen. Ich hatte für meine Ärmellänge ohne das Bündchen ja 54 Reihen ausgerechnet und da ich aber am Ende noch 3 Abnahmerunden machen werde, dann stricke ich also insgesamt nur 48 Reihen nach unten. Ich habe jetzt meine 48 Reihen einfach glatt rechts runtergestrickt und jetzt starten, wie gesagt, die Abnahmereihen. Wie ihr die aufteilt, das könnt ihr selbst entscheiden. In der Anleitung ist natürlich nochmal alles ganz genau für jede Größe beschrieben, auch wie viel ihr in welcher Reihe abnehmen müsst, beziehungsweise Runde. Und ich habe das jetzt auf 3 Runden verteilt,
Das seht ihr jetzt zum Beispiel hier bei einem fertigen. Dann hat man nämlich einfach so eine schöne Rundung. Man könnte es natürlich auch einfach in einer Reihe abnehmen, aber das wäre dann sehr hart, der Übergang. Und deswegen mache ich das in drei Reihen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt noch, wieso ich nur 48 Reihen gestrickt habe, obwohl das ja 54 sein müssen. Man strickt nach jeder Runde mit Abnahmen nämlich immer noch mal eine Runde ohne Abnahmen, also bedeutet eine Abnahmerunde und eine ohne abwechselnd. Deswegen sind es dann insgesamt, wenn ich drei Abnahmerunden habe, 6 Runden. Und in der ersten Runde nehme ich jetzt drei Maschen gleichmäßig verteilt ab. Bedeutet, ich stricke jetzt hier erstmal 9 Maschen. Und dann stricke ich die 10. und die 11. Masche einfach zusammen ab. Also einfach hier ganz normal rechts zusammen abstricken. Und dann folgen wieder 9 Maschen rechts. Die 10. und 11. stricke ich wieder zusammen ab. Und dasselbe Spiel nochmal, weil ich ja insgesamt 3 Maschen abnehmen will. Die 10. und 11. wieder zusammen. Und dann habe ich noch eine Masche übrig, die kann ich dann einfach noch rechts abstricken. Bedeutet, ich habe jetzt gleichmäßig verteilt in dieser Runde 3 Maschen abgenommen. Und wie gesagt, nach jeder Abnahmerunde folgt dann eine normal rechts gestrickte Reihe. Das stricke ich jetzt, also eine Reihe rechts. Und dann folgt die nächste Abnahmerunde, in der werde ich dann 4 Maschen gleichmäßig verteilt abnehmen. Und dann kommt wieder eine Runde mit allen Maschen rechts. Und dann folgt auch schon die dritte und letzte Abnahmerunde. Und in dieser werde ich dann 7 Maschen abnehmen. Also bedeutet, ich teile das immer so auf, dass ich erst weniger abnehme und dann zum Schluss mehr. Dadurch haben wir dann eben hier diese hübsche Rundung. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zum Bündchen. Da zeige ich euch dann gleich wieder, wie das funktioniert. Übrigens gibt es auch in meinem Kurs ein extra Modul, wo ich erkläre, wie man Maschen gleichmäßig verteilt ab- oder zunimmt. Also falls ihr nicht wisst, wie man das ausrechnet, findet ihr alles zu meinem Kurs. Dazu aber dann später am Ende des Videos nochmal mehr. Meine Abnahmerunden sind fertig. Bedeutet, ich habe jetzt über 6 Runden insgesamt 14 Maschen abgenommen. Natürlich ist das, wenn ihr andere Größen strickt, dann anders. Aber wie gesagt, ihr findet nochmal alles ganz, ganz ausführlich, auch in der schriftlichen Anleitung für jede Größe. Da wurde auch jede Größe von einer Teststrickerin getestet, sodass ihr euch sicher sein könnt, dass da wirklich dann alles richtig ist. Und jetzt sehen wir hier auch schon ganz schön, wie das hier ein bisschen wie so ein Ballon zusammengeht. Bedeutet, es fehlt jetzt nur noch das Bündchen und dann sind wir nämlich auch schon fertig mit unserem Pullover. Und das Bündchen stricke ich wie immer mit 6 mm Nadeln. Und hier habe ich jetzt ein langes Seil, weil ich das dann mit dem Magic Loop stricken werde. Und wie ein Bündchen funktioniert, das kennt ihr jetzt mittlerweile auch schon. Wir stricken eine Masche rechts und die nächste links. Und das machen wir jetzt wieder die ganze Runde abwechselnd. Heißt wieder eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Bedeutet, falls ihr irgendwas selber ausrechnen wollt, dann müsst ihr schauen, dass ihr nach den Abnahmen eine gerade Maschenanzahl habt, damit ihr dann eben das Bündchen hier wieder stricken könnt. Ich stricke das Bündchen jetzt hier übrigens 10 Reihen hoch und anschließend mache ich dann wieder 4 Vorbereitungsreihen und kette das italienisch ab. Ihr könnt aber natürlich auch einfach 2 Reihen mehr stricken, also bedeutet dann für XS 12 Reihen, Runden meine ich natürlich, und dann einfach normal abketten, also ganz wie ihr wollt. Der zweite Ärmel ist fertig und da ich ja den anderen Ärmel auch schon gestrickt habe, wir stricken den Ärmel selbstverständlich 2-mal, ist mein Pullover fertig. Bedeutet jetzt noch alles schön ordentlich und sauber vernähen. Und natürlich könnt ihr dann noch hier die Löcher unter unserem Ärmel schließen. Das machen wir ebenfalls wieder mit dem Matratzenstich. Das habe ich euch ja vorher auch nochmal als extra Video verlinkt. Und dann kann der Pullover in ein Wasserbad und ihr könnt ihn tragen. Der Pullover ist ein absolutes Flauschteil und jetzt schon ein neues Lieblingsstück in meinem Kleiderschrank. Wenn euch der Pullover und die Anleitung genauso gut gefällt wie mir, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. In diesem Video bin ich jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen auf das Berechnungsthema eingegangen und ich weiß, das wirkt erstmal
super, super kompliziert. Aber ich habe gute Neuigkeiten für euch. Und zwar geht das Ganze nämlich auch wesentlich einfacher. Über 3 Monate habe ich an einem Online-Kurs gearbeitet, in dem ich euch mein komplettes Wissen, was ich mir seit 2015 angeeignet habe, vermittle. Der Kurs Designe deinen eigenen Pullover hat mittlerweile über 35 Module und wird stetig verbessert und erweitert. Dieser Kurs ist ein kompletter Fahrplan, mit dem ihr eure Designs ganz einfach Wirklichkeit werden lassen könnt. Von den Strickgrundkenntnissen über die Berechnungen bis hin zum gemeinsamen Umsetzen erkläre ich euch in diesem Kurs wirklich alles ganz, ganz einfach, langsam und Schritt für Schritt. Die einzelnen Module sind immer mit Formeln und auch sehr vielen Videos begleitet, so dass ihr dann wirklich alles ganz einfach umsetzen könnt. Der Kurs ist dank den Strickgrundkenntnissen auch wirklich super für absolute Strickanfänger geeignet, aber auch wenn ihr schon fortgeschrittene Stricker seid, werdet ihr noch einiges in diesem Kurs lernen. Außerdem erkläre ich euch auch noch, wie ihr eure eigenen Anleitungen schreiben könnt. Das ist natürlich dann interessant, wenn ihr euch vielleicht als Strickdesignerin ein zweites Standbein aufbauen wollt oder einfach ein bisschen was nebenher verdienen möchtet. Und das Allerbeste ist, wenn ihr den Kurs einmal gekauft habt, dann könnt ihr ihn zeitlich unbegrenzt nutzen und in eurem ganz eigenen Tempo studieren. Also auch wenn neue Module dazukommen, müsst ihr dafür nicht nochmal extra was bezahlen. Wenn ihr ihn einmal gekauft habt, dann gehört er euch. Und damit wirklich jeder von euch die Chance hat, diesen Kurs zu machen, gibt es noch einen Rabattcode für euch. Und zwar mit dem Code STRICKDESIGN30 spart ihr ganze 30% auf meinen Kurs. Also traut euch, es ist wirklich nicht schwer. Und lasst eure Designideen Wirklichkeit werden.